Im Elefantenhaus ist die Zeit des Abschieds gekommen. Woinam wächst aus den Kinderschuhen. Es sieht einfach so aus. Elefantenleben im Matriarchat, was die meisten Leute ja wissen. Also die Frauen haben jetzt Sorgen. Und die Bullenkälber werden irgendwann aus der Herde geschmissen. Das kann sehr rabiat vonstatten gehen. Und da man in der Zoo aber immer irgendwo eine Wand hat, ist es damit rausschmeißen ein bisschen schwierig. Wo soll sie ihn hinschmeißen? Da trainieren wir das lieber vorher. Und mit knapp sechs Jahren ist es schon ist Zeit. Woinam soll ein Einzelgänger werden. Wie alle großen Elefantenjungs. Doch was wird Mama dazu sagen? Auch Tüpfelhyäne Kianka, älteste Tochter im Clan, zieht aus. Und Jörg organisiert eine Abschiedsparty. So. Komm einfach mit, Peter. Fang hier hinten an. Festvorbereitungen. Die Kianka, die wird uns ja verlassen. Das bedeutet, das ist ihr letztes Futter, was sie hier bekommt bei uns im Zoo. Und das wollen wir natürlich noch mal ein bisschen schön gestalten für sie als Abschluss. Würde sie sich freuen. Und da machen wir dann jetzt hier drei Haufen. Die müssen wir nicht weit auseinandernehmen hier. Tun wir hier so verteilen. Und dann versuchst du mal hier so einen Flügel überall reinzustopfen in die Röhren. Legen wir noch jeden eine Röhre. Ey, ja. so ein bisschen schön verteilen. Ne? Also ja. Das ist hier so. Okay. Kianka wird auswandern. Sie geht nach Ungarn in den Zoo. Und wird dort also auch als Zuchtweibchen dann mit dem Mann zusammenkommen. Und dann wird das letztendlich dasselbe funktionieren wie hier auch. Ich denke, Lupanga ist eine gute Mutti und Kianka wird auch mal eine gute Mutti werden. Und für uns ist es ganz einfach eine wunderbare Sache, dass wieder ein bisschen Platz wird, weil die Weibchen ja so sehr aggressiv sind, gerade wenn es ums Futter geht, gegenüber den Männern auch. Ne? Wie so oft hat Jörg eine Überraschung. Denn zum Abschied soll es schon was Besonderes sein. Ich habe jetzt nämlich gerade noch von einer Kollegin drei Luftballons bekommen. Und in diesen Luftballons steckt man überall einen Stein rein, dass die nicht gleich hier vom Wind weggetragen werden. Und dann pusten wir die auf und dann tun wir die hier auf der Anlage noch platzieren. Ne? Und auch das ist, denke ich mal, eine riesige Erregung. Und selbst wenn der Luftballon knallt und die dann auch erstmal wegsausen von der Stelle, ist das für die Tiere eine totale Erregung und eine fantastische Sache, finde ich. Blöd hier. Also hier vor die Wurzel ein. So ein schönes vorgreifende Ost und hier. Ja, schöne bunte Angelegenheit, ja. Ja. Ein Kindergeburtstag. Ne? So, und jetzt verteilen wir das schön hier. Ja. Das würde bestimmt total freuen. Du kein Foto, aber warte nicht. Ob sich die Hyänen von Jörgs Partylaune anstecken lassen? Woinam und seine Mutter Ching müssen bald Lebewohl sagen. Ein sanfter Abschied. Auf Raten. Der ist jetzt langsam im Alter. Das kann also heute passieren, dass sie den selber wegschubsen. Oder erst in 2 Jahren. Aber irgendwann muss man damit anfangen und das tun wir ihm jetzt. Also wir versuchen, den von seiner Mutter zu trennen. Der kriegt dann eine Box, zwar im Kuhstall, sieht seine Mutter noch, kann aber mit ihr nicht mehr zusammen. Und dann im Nachfolgenden geht er mit zu seinem Vater ins Bullenhaus. Einzelzimmer in einer Männer-WG. Natürlicher Lauf der Dinge. Und doch. Es gibt natürlich immer Trennungsschmerz. Die wählen dann 1-2 Tage. Und er ist ja auch nicht weg. Die hören sich ja trotzdem. Die hören sich, die können sich verständigen. Die können miteinander reden über mehrere Kilometer. Also das ist es nicht. Das ist natürlich am Anfang ein bisschen rabiat, weil müssen 2 Schieber zugeschmissen werden. Und damit die Mutter sich nicht ganz so aufregt, kriegt die ein leichtes Beruhigungsmittel. Das ist aber das ist eine hübsche Sache. Da sieht die, das, die sieht das zwar, die kriegt das alles mit, aber ein bisschen durch die rosa-rote Brille. Das aber heute wird noch geübt. Training. Ching am Platz. Dann Ching am Platz. Für den Abschied. Dietschit. Ching am Platz. Goi, go back. Ching am Platz. Dann Ching am Platz. Jetzt kommen wir durcheinander. Ching down. Komm, leicht hin. Ching down.
Fasching muss liegen, damit Tempi ihr die rosarote Brille aufsetzen kann. Auch das noch eine Trockenübung. Spritze drin? Ich weiß nicht, wie viel es ist. Weil die in den Kopf wackelt. Du sollst ruhig halten. Mach auf, Checker. Die Trennung erfolgt vor der Tür, wo schon die Möhren liegen. Ab, dann schon gehen. Wo in die Reihe, Ching in die Reihe. Vorwärts, gehen. Ching vorwärts. Don Chung ist so schlicht hier. Die sind der Blöde. Die Elefanten. Das haben sie wieder nicht mitgekriegt. Da gibt's gleich Gebrülle. Don Chung, hier spielt die Musik. Du Dumme. Haben andere Pläne. Da lehnen wir uns mal langsam zurück. Zebrahengst grommelt. Gibt schon wieder den Macho. Dabei ist er seit einer Woche eher ein Pantoffelheld mit wunden Füßen. So, da lassen wir mal das gestreifte Pack raus. Ja, also ich sag mal so, die letzten Tage, er läuft immer noch schlecht. Aber im Verhältnis zum vor der Behandlung ist es deutlich besser. Und jetzt ist er auch in der Stute rossig gewesen. Da war er schon wieder ganz schön zu Gange. Ein gutes Zeichen. Da lassen wir die jetzt mal ins Sammelgehege und dann raus. Jo. So, warte. Langsam. Aha, heute ist er sogar an. Na, jetzt ist er an vorletzter Position. Aber er läuft langsam und bedeckt. Ja, ja. Oh ja, es sieht deutlich besser aus. Also wie gesagt, wir hatten ja, bevor die Behandlung war, da habe ich gedacht, er schafft es nicht mehr von der Eisenanlage rein. Na, jetzt geht er schon wieder hier. Die eine, die scheint zu rossen. Da geht es schon wieder zur Sache. Es gibt eben Schöneres als Hühneraugen. Wenn er so schlimm krank wäre mit der Hufe, dann würde er, hätte er kein Interesse an der Stute und würde nicht aufreiten. Also auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. So, da würde ich jetzt mal vorgehen, das Tor aufschieben. Ja. Die machen, bleibst du hier mal stehen, dass sie nicht hier zurückrasen? Ne? Ja. Hey, hey, hey. Komm mit. Lass die. Mein Gott. Ein Kraftprotz. Na, da ist richtig ein bisschen Lehm in der Bude. Ja. Mit Einschränkungen. Na, aber jetzt wackelt er eben wieder hinterher, ne? Siehst du schon, also ganz fit ist er noch nicht. Ganz fit noch nicht, doch das scheint nur eine Frage der Zeit. Denke ich mal, brauchen wir nicht nochmal Narkose legen, außer er läuft dann nochmal schlecht. Und dass man deutlich sieht, dass da doch noch was ist, dann müssen wir nochmal ran, aber ansonsten alles gut. Hey, 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 wo will der Marabu hin? Ja, wo will der denn hin? Die Hyänen. Noch nicht recht in Feierlaune. Ganz zögerlich, ne? Da sieht man mal, dass sie trotzdem Angst haben, dass Mutti irgendwo sein könnte, ne? Ja, nee, das ist gerade das Gegenteil jetzt. Ja? Ja, also die Angst, die ist jetzt einfach dafür da, es ist was auf der Anlage, was sie nicht kennen. Ja. Und Mutti ist nicht dabei. Wenn die das Rango-Weibchen gleich hinlaufen wird, dann sind die auch sofort dabei. Okay. Und Gianga ist meistens sehr ängstlich, wenn Mutter nicht dabei ist. Mhm. Jetzt vor allen Dingen in dem Alter. Das ändert sich natürlich dann, wenn die in einem anderen Zoo ist und dort selber das dominante Weibchen wird. Na, dann wird sich das auch ändern. Aber es schmeckt auf jeden Fall. Ihr seht jetzt aber auch die Kianga, das ist die jetzt den Schwanz hochgemacht hat. In der Mitte. In der Mitte. Die zeigt also gleich diese Dominanz an, auch ihren Brüdern gegenüber. Na. Und der Luftballon kommt jetzt auf sie zu. Da bin ich schon mal gespannt. Was ist das? Oh. Mal gucken, wie sie dran schubst mit der Nase. Hat er den? Oh. Hast du da reingeschmuckt, das war von dir? Hoffentlich hast du gestern keinen Knoblauch gefangen. Oh ja, doch, doch. Ja, das ist Kianga, zeig mal, was du drauf hast. Oh. Aber wie interessant das ist, wie die sowas, letztendlich wie vorsichtig die erst da rangehen. Ne? Was kann das sein? Das ist faszinierend. Ne? Ganz vorsichtig an den Knüppel. Ja, ja. Ich gehe kaputt. Ich glaube, der erschreckte Pfleger eher noch als jene. So, jetzt lasse ich aber trotzdem mal die Mutter noch dazu und die Kleinen. Nun ist's mit der Ruhe vorbei. Wer noch was vom Buffet will,
muss sich beeilen. Schnell, die Mutti hat dort was. Schnell, holt euch eure Kicken. Das ist sagenhaft. Die halt immer rein. Es geht gar nicht. Ja, ja. Jetzt haben die Kinder auch noch ein Stückchen Luftballon gefunden. Das ist ein tolles Abschlussgeschenk. Das ist das Allerbeste, der Luftballon. Fein, ha? Eine schöne Abschiedsparty. Und jetzt? Koffer packen. Aufstand beendet. Die Möhren locken. Gehst du damit rüber, Digga? Beim Fressen, so Tempis Plan, ist Mutter Ching beschäftigt genug, um Woinams Verschwinden nicht gleich zu bemerken. Ein Ablenkungsmanöver. Ich nehme den Kleinen mit. Woi, mal sehen, auf welcher Seite er gerne möchte. Woi, komm hier. Komm. Komm vorwärts. Ja, nimm den anderen mit. Komm hier. Woi, hier gehen. Komm hier. Vorwärts. Hier gehen. Und dann machen, Kopf zu. Geht der kleine Bulle erstmals seine eigenen Wege. Hier gehen. So ist schön brav. Schau, bei euch alles ruhig? Ja, es sieht gut aus. Ach, sehr gut, dann gehen wir mal kurz rein. Obacht. Probelauf. Komm hier. Woi, komm hier. Hier gehen. Mit offenen Türen. Wir sind drin. Inzwischen hat auch Ching das Manöver bemerkt. Woi, komm hier. Hier mal, gucken wir mal. Gut. Woi, Schorrer. Bleib hier. So ist brav. Hier. So ist brav. Ja, stehen Sie noch ruhig? Ja, ja. Ist bestens. Beachhead, Woi, komm hier. Ich spring dann wieder raus und komme wieder zu euch. Testlauf. Erfolgreich. Komm hier. Nein, lass meine Brille drauf, du Blödmann. Komm hier, Brille muss ich abnehmen, müssen wir dran denken. Woi, hier gehen. Komm hier vorwärts. Go an. Hier gehen. So, schön brav. Komm hier. Als wäre nichts gewesen. Aufregung bei Elefantenkühen. Sieht anders aus. Erstens wird sie losspringen und zweitens wird sie brüllen. Ist aber auch so nicht zu bemerken gewesen. Die machen einen sogenannten Infraschall. Das würde ich aber merken. Also entweder, wenn man neben Ching direkt dran steht oder bei dem Kleinen, weil der antworten würde. Also, wenn man es lange genug trainiert, kann es eben auch so abgehen. Du musst es dann bloß noch die zwei Türen noch zu und das war's. Und das scheint jetzt ein bisschen zu funktionieren. Dann mal gucken wir mal. Zwei Tage haben wir noch. Schon bald also werden sich die Türen für lange Zeit schließen. Wird Ching ihren Sohn so einfach gehen lassen? Die Marabus. Heute so anhänglich? Wo wollt ihr hin? Jetzt kommt sag mal im Galopp nach vorne. Wo willst du denn hin, Bruno? Ja, der hat jetzt Angst vor den Zebras. Einer ist auf der Flucht. Komm. Sonst so einen großen Schnabel. Komm, du musst wieder raus. Geh, wo willst du denn hin? Doch bei den Gestreiften. Ah, jetzt kommt er, wa? Ungewohnt zurückhaltend. Geradezu verschüchtert. Tja, jetzt bist du ja ein bisschen in der Ecke, Bruno. Komm, 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 komm. Hey! Aber jetzt gehen sie ja schon wieder. Und Gromit, nach anfänglicher Leidenschaft, geschafft. Ja, das ist jetzt immer so gewesen beim Gromit. Er hat dann ganz schnell sein Pulver verschossen, weißt du? Erstmal Hossa und viel Getöse und dann war ganz schnell wieder Ruhe. Aber die vier Verbände an sich werden ihn auch behindern. Ja, klar. Auf jeden Fall. Also hat er keine Kondition mehr, sagst du? Ja, also ich weiß nicht. So risch. Also rischer Steher ist es im Moment nicht. Nein. Aber immerhin. Er arbeitet dran. So, wir machen jetzt noch unser Reha-Programm für unsere kranke Gazelle. Da kommt da rüber zum Straußen, da ist Sand, da kann er auch besser laufen. Und das werden wir jetzt mal versuchen. Reha? Lippenbär Franz. Heute allein Unterhalter. Schwester Lina ist im Separé. Eine Vorsichtsmaßnahme. Lina! Gegen überbordende Geschwisterliebe. Ja, fein, ne? Ja, für brave Bären gibt es eine Belohnung. Also in Anbetracht dessen, dass die ja jetzt erwachsen werden, Lina und Franz,
und damit auch in die Geschlechtsreife kommen, ist es natürlich so, dass wir die dann auch trennen müssen voneinander. Weil wir wollen ja keine Inzucht haben. Und da ist es jetzt so, dass der Gedanke jetzt da ist, die beiden Mädels zusammenzulassen. Also die Lina mit der Myrte zusammen zu tun. Und da müssen wir natürlich erstmal austesten, wie das so alles funktioniert. Und so ist jetzt der Gedanke entstanden, die beiden erstmal an Sichtgitter zu lassen. Das wird heute sein. Und in naher Zukunft dann, dass wir das nochmal probieren mit dem Zusammenlassen der beiden. Also da müssen wir dann aber erstmal gucken, ne? Und die ist jetzt natürlich aufgeregt. Nö, ganz alleine schon. Auf weiter Flur. Bei der Ziehbar-Schieber. Du bist heute diejenige, die viel macht. He? Die heute viel sagt. Ich bin schwach. Habt ihr das gehört? Heike ist halt schwach. Den hast du schon drüben. Ja, ja, ist alles schon vorbereitet. Na, ich hab doch gesagt, wir warten nur auf dich. Es kann losgehen. Na dann, Hossa, die Waldfee. Hossa. Achtung, ich zieh auf, ne? Geh rüber, Süße. Was? Oh je, da hat jemand Angst. Na ja. Erst Angst haben und dann von oben die große Fresse. Myrtes erster Blickkontakt. Ja. Reichlich distanziert. Den Tüpfelhyänen soll ein Häppchen zwischendurch den Abschied von Kianka erleichtern. Die bekommt weniger Appetitliches verabreicht. Das ist Franz. Um den Stress gering zu halten, wird das junge Weibchen unter Narkose verladen. Es wartet die erste eigene Wohnung und auch die Hochzeit ist schon arrangiert. Mit Hilfe des Kurators. Wir haben, wie ja zu sehen ist, gute Nachzucht gehabt in den letzten Jahren. Und das EEP bzw. Die europäischen Zoos suchen im Moment nach neuen Haltern. Und Jacket hat, wie ich weiß, 4 Männer gehabt, hat 3 weitervermittelt, hat jetzt noch einen Mann, der auf ein junges Weibchen wartet vom Alterpass. Ungarn ist ein schönes Land, Tschechien ist ein schöner Zoo, also insofern bin ich hochzufrieden. Nur der Transport wird notwendigerweise nicht ganz erstklassig ausfallen. Ich möchte keine Hyäne sein. Kianka ist benebelt genug, um die Reise anzutreten. Anfassen, willst du anfassen? Ja, ich will bloß ein Stück vorne. Nur das hat ja hoch. Hier. Kein Abschied. Vorsicht. Ohne medizinische Mitgift. Weg. Ja, wir geben noch ein paar Vitamine und eine kleine Infusion. So, dann jetzt die Kiste, ne? Und auch der obligatorische Aderlass darf nicht fehlen. Das ist ja eine einmalige Chance, letztendlich noch mal den Status zu erheben und für die Kollegen dann, also die kriegen die Werte dann nachgesendet. Brauchen sie dann weniger eigene Quarantäneuntersuchungen zu machen. Das ist einfach ein Service. Seid ihr fertig? Ja, ja. Da fange ich an. Umzug. Im Schlaf. Was denn, Mensch? Das ist doch das Schweinefleisch, das Ding. Und die schrecklich nette Familie interessiert sich längst viel mehr für die anregende Nachbarschaft. Na komm runter, komm. Komm runter. Genau. Myrte noch nicht so recht auf Schnupperkurs. Lina hat den Riecher. Franz liegt in der Luft. Ach, Linchen, hä? Ist das alles schlimm? Guck mal, da hast du jetzt jemand Neues zum Spielen. Hä? Lina. Der Verlust ist größer. Und Myrtes Langeweile auch. Komm mal her.
komm. Hier, komm. Komm, hier, komm. Los, rein. So. Ne? Jetzt ist alles halb so wild. Trennungsschmerz. Zum Greifen nah. Und doch so fern. Ach Gott, ist das alles tragisch, hä? Naja, ich denke schon, dass das was ausmacht, wenn die da so direkt am Schieber ihren Bruder dann auch merkt, wenn der mal von draußen durchs Löchlein pustet und sie dann von drinnen nach draußen pustet. Und sie soll sich ja eigentlich auch ein bisschen auf Myrte konzentrieren. Und ja, das braucht eine Zeit. Ist klar, das ist ungewohnt jetzt für sie. Und jetzt ist sie auf sich gestellt und das muss man erst mal lernen. Lina lässt nicht locker. Und Franz ist zum Äußersten bereit. Ob ich doch noch mal einen Schieber aufmache? Die Große ist ja rumjammert. Afrika. Eine Premiere steht an. Bei den Säbelantilopen, also genauer gesagt bei den drei Jungen, sind wir jetzt in Phase 2 getreten. Also bisher haben wir die Mütter mit den Jungen abgetrennt jeden Tag, haben die Herde auf der Eisenanlage gelassen und die Mütter sind hier im Stall geblieben, weil die Jungen noch in der Ablegerphase waren, also nicht den Müttern gefolgt sind. Jetzt ist es aber soweit, sie sind groß genug jetzt oder alt genug, die folgen den Müttern jetzt und darum trainieren wir die Jungen jetzt auf die Eisenanlage. So, ihr kleinen Süßen. Endlich. Komm, macht euch raus. Die große. Na geh. Weite Welt entdecken. Macht euch raus. Los. So, ihr Schnuckel. Kommt, macht euch raus. Na, jetzt könnt ihr, jetzt wollt ihr nicht. Na los. Hossa! Hinaus! Herrlich. In der Sonne ist ja angenehm. Und nicht windig. Aber dass die sich mal zu einem Rennen durchreißen, ne? Nicht. Das kannst du auch vergessen. Ach, um Gottes Willen, guck mal hin. Schön. Wir trotteln so vor uns hin. Guck, jetzt fängt er an mit Rennen. Ja, jetzt geht's los. Herrlich. Das ist ein schönes Bild, dass die drei Jungs so gleichmäßig geboren sind, das ist wirklich eine feine Sache, ey. Viel Action ist nicht, ne? Die latschen jetzt mit ihren Müttern mit. Und eigentlich bin ich da auch ganz froh drüber. Also wenn die nämlich jetzt hier so großartig erkunden, dann kann es ja auch doch schnell mal passieren, dass sie irgendwo hingeraten, wo vielleicht die Mütter ihnen nicht folgen können oder so. Es ist schon schön, wenn die so bei der Herde bleiben und das Erkunden ein bisschen vorsichtig und langsam machen. Ausreißer bestätigen die Regel. Na, die Alten rennen sowieso nur, wenn. Also da muss es schon ganz schön schlimm kommen. Also da muss irgendwo was ganz Gefährliches sein oder viel Futter irgendwo liegen. Aber bei den Jungen hätte ich eigentlich gedacht, dass die ein bisschen mehr rumhopsen, aber scheinbar eben nicht. Erstmal im Gleichschritt mit den Eltern. Doch neue Abenteuer kündigen sich bereits an. Anfang nächster Woche, Montag vielleicht, werden wir das dann eben so machen. Dann kommen die Zebras, die Strauße und die Tommys auf den hinteren Teil der Anlage. Und die Säbelantilopen können dann, wenn das Wetter das zulässt, das spielt ja auch noch eine Rolle, den ganzen Tag hier den vorderen Teil bewohnen und am Zaun können die sich dann schon kennenlernen. Aber ich sehe der Sache eigentlich recht entspannt entgegen, also so wie sich das hier anlässt. Musik.
Bei den Krakenechsen kündigt sich Nachwuchs an. Gestern wurden 3 Eier gefunden. Heute will's Fabian Schmidt wissen. Und zwar war sie hier. Man sieht es ihr noch an, dass sie gerade hinten an der Hüfte eingefallen ist. Das zeigt, dass sie gelegt hat. Die Spuren der Geburt. Doch gibt's auch neue Spuren im Sand. Da sind sie. Die Früchte der Liebe. Und keiner hat so recht gemerkt. Also Paarung haben wir keine gesehen. Balzverhalten hatten wir mal gesehen. Und ob sie befruchtet sind, wird sich dann im Laufe der Entwicklung zeigen. 6 weitere Eier. Ausgebuddelt. So, jetzt teilen wir die Eier noch auf. Das hat den Grund darin, dass bei den Krakenechsen das Geschlecht der Jungtiere von der Temperatur bestimmt wird, bei der das Ei ausgebrütet wird. Das heißt, wenn wir höher brüten, dann gibt es Männchen. Und wenn wir niedriger brüten, gibt es Weibchen. Coole Mädels und heiße Jungs. Der kleine Unterschied, eine Frage der Temperatur. Es gibt Gelege, die räumlich schon so einen Platz einnehmen, dass sie an einer Stelle eine andere Temperatur haben als an einer anderen. Aber generell ist anzunehmen, dass aus einem Gelege nur ein Geschlecht schlüpft, es sei denn, dass es genau am Scheitelpunkt ist, weil es gibt ja einen Übergang. Und dann gibt es natürlich auch noch jahreszeitliche Unterschiede. Dass wir wärmere Jahre haben und kühlere Jahre. Und abhängig natürlich auch vom Legeplatz, ja, den sich das Weibchen aussucht. Das ist dann abhängig von der Sonneneinstrahlung. So ist eigentlich immer sichergestellt, dass es beide Geschlechter gibt. Doch hier entscheidet nicht das Weibchen, sondern Fabian, der Schöpfer. Die kommen jetzt in den Inkubator. So. Tja. Eine Kiste Jungs und eine Mädels. Die Puten warten. Jens Hirmer hat's eilig. Ja, erstmal den hinterher am Puten braten. Okay, bis dann, wa? Tschüss. Co-Pilot Jörg Gräser soll ihn nach Breukau in Sachsen-Anhalt leiten. Du darfst. Ist schon mal gefahren? So kann man natürlich auch angehen. Spring an. Spring an. Das ist blöd. Ehrlich, ich hab so ein Ding noch nie bedient hier. Ach, hier oben. Ah. Ist den anders, da muss 3-mal verfahren, ne? Also bis Schmölln schaffe ich das schon noch, dich zu lotsen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt durch Altenburg gleich durchfahren und dann Richtung Göhren. Was ist das nächste Größte? Richtung Gera. Dann muss also Altenburg durch Richtung Gera. Eine Fahrt ins Nirgendwo. Jörg sucht raus, wo es lang geht. Ich bin ja nicht der beste Kartenleser. Du bist jetzt das Navigationsgerät. Ja, ich muss jetzt immer sagen, bitte wenden Sie oder so. Bitte wenden. Bitte wenden, das war die falsche Richtung. Falsche Richtung. Hm. Dann gibt's keine Puten für den Zoo. Wir hätten gerne schon eine Art, die eigentlich auch bedroht ist im Bestand. Und also es ist eine Haustierart, also keine Wildputen. Also es gibt ja auch noch Wildputen. Und deswegen holen wir jetzt die sogenannte Kröbe zur Pute. Das ist eine alte Rasse, die vom Aussterben bedroht ist und denken, dass sie für uns für einen Tierkindergarten gut geeignet ist, dort
auch den Leuten zu präsentieren. Viele wissen zwar, dass eine Pute sehr lecker schmeckt und die haben vielleicht auch schon mal so Putenbeeren eingeschweißt in der Kälberle gesehen, ne? Aber was da eigentlich für Vögel dran hängt an so einem Bein, ne? Und wie so ein Tier dann eben doch aussieht und dass es eigentlich riesen Vögel sind, ne? Das weiß meistens gar nicht jeder. Ne? Ja, und wie gesagt, also das kriegt man schon irgendwo gebacken, das zu finden, das Bröckau. Also ich kenne es, wie gesagt, bloß von Schmölln her hinzufahren. Bröckau. Angekommen. Endlich. Oh, dort hört das Nest schon wieder auf. Hilfe. Ich glaube, jetzt müssen wir noch mal wenden hier. Dort vorne ging das rechts, glaube ich, rein. Ja, irgendwo hier. Müssen sie doch sein, die Puten. Straße war es nicht. Oder? Wie ist der Weg? Dammweg 2. Übungsstunde bei den Loris. Die Aufgabe, Ängste abbauen und aus der Hand fressen. Hallo. Immer mit dabei, Fussel. Petras Handaufzucht. Na, guten Morgen. Das hat aber jetzt eine Weile gedauert. Hm? Da wir Lehrling haben, machen wir immer jetzt ein bisschen Training bei den Loris. Die versuchen dann immer, die Loris anzulocken, zu füttern. Da wir immer jetzt Zoolotsen haben, die jetzt mit Besuchern hierher kommen und wir teils nicht dabei sind, damit sich die Loris dran gewöhnen. Nur Fussel will nicht. Unser Fussel ist heute ein bisschen durchgemaukt hier. Die hat anscheinend eine strenge Nacht gehabt. Sie hat nämlich einen Freund. Und das ist mit einem blauen Ring. Da muss ich mal gucken. Das ist ein Erfurter Hahn. Der ist meist hier hinten ein bisschen. Das ist ein ziemlich großer. Also er ist, sieht sehr gut aus. Und wenn man das so sieht, der kleine Fussel dann unter dem Großen. Also das ist dann ein bisschen... Petra. So, gehst du jetzt mit zur Kirsten hin, komm. Dann sieht das kritisch. Komm, geh zur Kirsten mit hin, so. Das Mutterherz. Ja, die sieht so richtig zerzaust aus heute. So, ich gucke gerade, wo er sein könnte, der Mann, aber ich finde noch nicht. Er sucht sich immer so ein bisschen das junge Volk aus. Sein Weibchen ist sonst immer gestorben, nur ist er alleine. Und das ist eigentlich ein guter Zuchtmann. Ein Witwer mit Erfahrung. Ich glaube, das hier ist er, hä? Hier, der jetzt wegfliegt. Der rennt auch jetzt, er rennt ja nicht bloß Fussel hinterher. Der läuft auch den anderen kleinen Weibchen hinterher. Es ist so ein bisschen ein kleiner Macho, aber am meisten ist er halt mit Fussel zusammen. Bist du's? Na komm, mach mal hoch. Beinchen hoch, na los. Ich sehe es doch gar nicht. Glaubst du, ich finde den nicht? Ja? Alten Sack. Versteckt sich der Gute. Navigator Jörg fast am Ziel. Hier links, hier ist der kleine Bachlauf, genau. Hier hinten sind denn seine Enten, wie ist der dort hinten, genau. Da kannst du hier reinfahren und er wohnt hier drüben. Kannst du hier reinfahren, ja? Dass man dann... Da ist ein Kram? Nee, bloß das hier parken. Denn hier geht es dann rein, hier zu dem Tor. Weißt du? Hat ein bisschen länger gedauert, Herr Dörfer. Und wir haben auch noch mal ein anderes Auto gekriegt. Ich hätte eine größere Kiste nehmen können. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Hallo. Gut, hier kommt. Ja, wollen wir mal schauen. Züchter Winfried Dörfer hat alles für den Abtransport vorbereitet. Auf seinem Gelände nur edles Gefieder. Doch die Kröllwitzer Pute ist eine hausgemachte Rarität. Also die Pute stammt ja grundsätzlich aus Amerika. Und die Kröllwitzer Pute ist eben eine, die bei uns entstanden ist. Speziell in Halle-Kröllwitz. Da war ja mal die Lärmversuchsanstalt damals. Und da hat der Herr Beek, war das, da hat hier als Kupferbuden angefangen mit einer belgischen Bude und hat die Kröllwitzer rausgezüchtet. Gefiederte Juwelen. Made in Sachsen-Anhalt. Meine Frau, die findet diese langen Rotzlappen, die hier so runterhängen, die findet die immer ganz schlimm.
Das sind meine Zuchttiere, die hier hinten stehen. Ja. Natürlich jetzt hier, die habe ich schon rausgefangen, dass wir noch nicht im Garten jagen müssen heute. Das sind jetzt die, die wir jetzt mitkriegen hier. Das ist jetzt das Bärchen hier. Die habe ich jetzt schön, zusammengestellt hier. Die sind blutsfremd zueinander. Ja. Tolle Tiere, ne? Mhm. Und wie sind die denn so in ihrem Verhalten? Die macht auch ihr Gelege selbstständig und brütet und führt auch die Jungen. Das ist sagenhaft. Cool. So, so, was geht's? Wollen wir sie mal vor mir auffrieren? Ich besser mal den mal mit hier rein. Hat der gehört die Töne dort? Das ist der erste Griff, ist das Wichtigste hier. So, und bei den Gröbelzern ist eben so schwarz und weiß. Ist hier wichtig. Das ist noch ein bisschen nass hier. Die haben wir hier schon gematscht. So, jetzt müssten wir aber das mal zudrücken. Mhm. So, und ich bring mal die Hände noch. Ist ja gut. So. Die habe ich ein bisschen verschnitten hier, damit sie nicht zu scheu sind, dann hier, wenn sie frei bleiben. Abschied auf Putisch. Herr Dorfer, vielen Dank. Schön, dass es so geklappt hat alles. Noch alles so. Vielen Dank. Na, dann schnell zurück nach Leipzig. Den Weg kennt Jörg. Hier besiegelt der Herr der Geschlechter Fabian Schmidt das Schicksal der 9 Kragenechsen-Eier. Dreieinhalb. So. Geschlecht nach Plan. Ihr werdet Jungs. Mit allen Konsequenzen. So. Und dann haben wir hier die Weibchen. Können wir auch mal aussortieren. Also das werden wir sehen im Laufe der Entwicklung, ob die was werden, aber 90 Tage bei etwa 28,5 Grad. So. Fussels Liebhaber ist enttarnt. Ja, das ist er. Hier ist er. Der Schwiegermutter bleibt nichts verborgen. Ja, das sieht gut aus, hä? Guck mal, was hast du mit Fusselchen gemacht? Ja. Fusselchen, ne? Fussel. Quasi noch ein Teenager. Verführt. Von einem deutlich älteren Mann. Der ist 2000 gekommen und Fussel ist 2006 geschlüpft. Also 6 Jahre ist das. Es geht eigentlich. Also bei Menschen hat man mitunter auch 10, 15 Jahre Altersunterschied und... Ja, nun ist er auch anderthalb. Im Mai wird sie 2 Jahre. Naja. Fussel, ein frühreifer Backfisch. Fussel lässt sich das ja alles gefallen. Aber gestern hat er sie auch ganz schön reingenommen, wo sie hier saß, ne? Ja. Da war er auch wie kaputter. Unser Held, hä? Fussi, meine Maus. Komm mal zur Mutti her. Komm mal her. Ist mit dir heute nichts anzufangen, Fussi, hä? Was ist denn los? Der Herzensbrecher
hält sich lieber im Hintergrund. Noch. Wenn wir dann draußen sind, da ist er garantiert bei Fusselchen. Die wartet auch schon. Junger Liebe wollen wir uns doch nicht in den Weg stellen. Du musst dich mal putzen, wie du aussiehst. Und wie du wieder aussiehst, Löcher in der Hose. Und ständig dieser Lärm. Das soll wie kommst du nach Hause? Wir wissen nicht mehr weiter. Tja, aus Kindern werden Leute. Achtung, gefährliche Tiere. Die Kröllwitzer Puten. Ich hab mir unter Mitte. In Leipzig angekommen. Wir haben ja etwas mehr Arbeit für euch. Ein eigenes Haus für die beiden Neuankömmlinge. Warte. Der Tierkindergarten um zwei Attraktionen reicher. Fein. Die sind recht ruhig, ja? Die wollen erst mal die neue Wohnung inspizieren. Ja, eine Woche, 14 Tage auf jeden Fall. Lassen Sie erst mal sich an den Stall gewöhnen und langsam raus. Der Feine. Mhm. Das sind so leer, erst mal das Stroh gehopst. Ja, da drüben kann er dann schlafen auf der Stange. Hm? Ganz gefährlich. Vorsicht. War cool, ja? Aber hallo. Schöne Tiere, ne? Was für eine Rasse ist das jetzt aber? Das ist die Kröllwitzer Pute. Die fangen jetzt auch schon an zu balzen. Das ist ja schon, dass die schon ziemlich rot sind hier, so intensiver, weißt du? Ja, trotz werden sie vielleicht bald nachher sein. Gut, ja. Also, vielleicht bald Putennachwuchs in Leipzig. Im Fernsehprogramm des Rhesusaffen läuft nur Franz. Lina und Myrte haben ein neues Treffen. Diesmal barrierefrei. Was machst du jetzt? Ein Sichtschieber öffnen. Treffen? Frau Kollegin. Ach, das stimmt ja, das so. Merk schon, jetzt alles. Hühner helfen. Christian Patzer ist ja auch dabei. Jetzt ist sie auch groß genug, jetzt ist sie auch alt genug und probieren wir es halt. Ausprobieren, abwarten. Hossa, jeder eine Schaufel? Ja. Hier, da schenke ich dir die. Du sollst mal ziehen. Ja, du kannst doch mit der anderen Hand die Schaufel halten. Na los. So, auf geht's. Jo. Jetzt. Etwa Zickenkrieg. Na, geht doch. Das ist ein sehr freundlicher Umgang. Also wir hatten es schon anders. Da waren die 10 Minuten ein Knäuel, da hat man nicht einfach erkannt, wer ist. Und hinterher saßen sie beide in der Ecke. Und da hatte sich das geklärt. Aber hier, das ist, ja, sind eben halt noch Rotzer, die miteinander spielen wollen, eventuell oder hoffentlich höchstwahrscheinlich, wie es aussieht. Die Kleine ist von sich aus neugierig interessiert, hält zwar noch Abstand, aber ist nicht so, dass sie die große Panik kriegt oder Angst hat. Trotz Altersunterschied keine Berührungsängste. Die ist jetzt 15 Monate und vorher mit den 10 Monaten, das war eben einfach noch zu zeitig. Jetzt ist es sehr schön zu sehen, dass sie eben auf den Rücken geschmissen wird, aber trotzdem von sich aus wieder hinterher geht und mit ihr Kontakt sucht. Also ich sehe das sehr entspannt hier alles. So spielerisch zeigen, wer der Stärkere ist und gut ist. Wenn wir jetzt mit Franz weiter probieren würden, müssten wir die Myrte auch nächstes Jahr spätestens wieder vom Franz trennen. Wäre also sinnlos. Und da perspektivisch keiner weiß, was mit denen hier wird, ob da bleiben, weggeben oder sonst was, tun wir erstmal die zwei Mädels zusammen, weil das eben auf längere Sicht dann länger zusammenbleiben können. Und
Außerdem haben wir den Eindruck, dass der Franz mit dem Alleinesein eher klarkommt als Selina. Also die ist sehr neugierig heute. Ne? Das ist Wahnsinn. Kein Gepläge, kein Geprügel, kein Gezerre. Nichts. Also viel besser kann es nicht laufen. Myrte und Lina. Eine Mädchenfreundschaft. Ob das auch so bleibt? Sesam, öffne dich. Thomsen Gazelle Weiße Ohrmarke hat viel durchgemacht. So, Schnuckel, komm. Hinaus mit dir. Erst Beinbruch, dann eine komplizierte OP und nun Reha. Na, mach langsam. Man sieht eben, er benutzt das dritte Bein nicht, er hängt, lässt es oben hängen. Und das ist eben, was eben nicht so schön ist. Also, immer guter. Ein Sorgenkind. Man kann eigentlich deutlich sehen, dass der auf der Hinterkeule eben überhaupt keine Muskulatur mehr hat. So richtig. Wenn er anfängt, das Bein zu benutzen, dann haben wir eine Chance, ihn hinzukriegen. Vorher wird das Bein weiter verkümmern, weil er es nicht benutzt. Die Muskulatur bildet sich zurück, ist klar. Und sicher, er kann hier im Zoo leben mit drei Beinen. Also er kann hier hinter den Kulissen mit drei Beinen, aber er wäre dann immer alleine. Wir können ihn in keine Gruppe stecken. Und wir wüssten nicht mal, wohin damit. Wo wollen wir ihm vernünftiges Leben bieten? Er kann mit den drei Beinen, man sieht es ja, er kann ja auch ziemlich schnell rennen. Aber er kann eben nicht zurück auf der Anlage zu den anderen Tieren. Hat er keine Chance. Aber wir werden es auf jeden Fall jetzt erstmal die nächsten Wochen probieren, wie sich es entwickelt. Und dann sehen wir weiter. Na, wo bist du? Ist gut, ruhig. Also eigentlich ist es jetzt gut, dass er dann herläuft, aber das Bein hängt eben, es schlenkert eigentlich dran rum. Das ist das, was ihn so ein bisschen, als ob es da nicht hingehört, so sieht es aus im Moment. Jetzt kann er hier mal eine Stunde noch in der Sonne bleiben. Sonnenenergie ist ja auch gesund zum Heil, für die Heilung. Und dann holen wir ihn wieder rein und dann nachmittags das gleiche Spiel nochmal. Das machen wir jetzt jeden Tag. Und dann wird das schon werden. Denn was, wenn nicht? Das Ohrenschuppentier soll in den Elefantentempel umziehen. Doch vorher gibt's noch einige lästige Formalitäten zu erledigen. Ja, wir haben heute routinemäßig eine Blutprobe zu ziehen. Nachdem uns die chinesischen Kollegen uns das gezeigt haben, müssen wir es selber tun. Mal sehen. Das ist ja ein bisschen ein Stich ins Ungewisse, weil man die Vene ja nicht sieht. Man kann die nur ahnen. Und dann muss man hoffen, dass da doch am richtigen Moment das Blut in die Kanäle fließt. Ein Stich zwischen die Schuppen für den Professor Neuland. Und der mehr als 5 Kilo schwere Exot. Extrem schwer zu handeln. Wie das alles vonstatten geht, sehen Sie in der nächsten Folge. Außerdem, ein kleines Känguru bekommt Starthilfe ins Leben. Und für Woinam wird's ernst. Also nicht verpassen, Elefant, Tiger und Co. hier im Ersten.